Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Sky Factory 2. In der Season 2. So. Jetzt sieht das Ganze doch hier schon mal ein wenig ordentlicher aus hier. Zumindest ein bisschen. Nahrungstechnisch geht es uns jetzt auch besser. So, die Dinger können wir jetzt mal als Brandmaterial nehmen. Wir haben noch Erde dazu bekommen, die wir jetzt dafür natürlich aufwenden werden, um Nahrung zu unsere Nahrung noch ein bisschen auszuweiten. Nee, da nicht. So, wir haben noch zwei. Die packen wir einfach mal gerade hier dran. Zack. So, okay. Das kann jetzt mal gerade hier rein. Weil wir werden jetzt erstmal noch nicht drum herum kommen, auch manuell zu sieben. Dafür dauert das Ganze einfach noch zu lange. Okay. Das heißt, das hier nehmen wir mal gerade mit. Das brauchen wir, das brauchen wir. Die Sticks hole ich nochmal raus. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und volle Stickkiste, okay. Holen wir uns mal nochmal ein paar Hammer. Okay. So, hier eben die Blätter wegmachen. Alles klar. Auf geht's. Ein wenig manuelles Sieben. Achso, hatte ich nicht eigentlich Charcoal hergestellt? Ja, ich hatte zumindest damit angefangen. Hä? Wo bin ich denn jetzt drüber gestolpert hier? Wupp, so. Auf geht's. Irgendwie kommt da gerade gar nichts bei rum. Ist das nicht toll? Oh. Nach vier Teilen ein. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Kann sich ja nur um Stunden handeln hier. So, jetzt müssen wir aber nachher auch mal gucken. Mit der Lava haben wir klar keine Probleme an sich. Aber wie voll die Drum jetzt schon ist im Endeffekt. Darum geht es mir jetzt gerade. Und wir müssen, sehe ich gerade, das eine Ding dann nachfüllen. Ansonsten ist da nämlich auch kein, haben wir zu wenig Energie. Viel zu wenig, sagen wir mal so. Okay, alles klar. Wir kriegen hier gerade eh nichts Gescheites raus. So, was haben wir hier noch? Ups. Nein, das war anders geplant. Ah, Mann. So, wollen wir mal gerade hier binden. Dass da auch weiterhin, selbst wenn ich da Zeug rausgeholt habe, nichts anderes reinkommt. Gut. Weil wir brauchen Eisen. Bumm.
Wir brauchen Nickel. Kommst du her? Wollen wir mal gerade gucken. Das Zeug, was wir jetzt so weit im Inventar haben, mal eben in die Barrels packen. Okay, 2 zu 1. Kommt also hin. Weil wir brauchen weiter immerhin immer noch Ingwer. Oh, wir haben zwei Eisenbarren hier noch drin. Wieso? Muss ich jetzt gerade nicht verstehen, oder? Egal. Das und das ergibt Ingwer. Aus dem Ingwer werden wir uns nämlich dann einen Magmatic Crucible machen. Ach ja, stimmt ja, hier wollte ich ja Kohle noch reinschmeißen. Damit wir wenigstens da noch ein bisschen was bei rumbekommen. Und das muss ich noch wieder überdachen. Zack. Weil Wasser brauchen wir hier drin nicht mehr. So, alles klar. Gut. Ja, ist klar. Wie sieht's aus? Jawohl, immerhin ein bisschen. Da hole ich mir aber jetzt mal gerade das Basin für. So, komm mal her. Wie viel braucht man denn eigentlich für einen Magmatic Dynamo? Wir brauchen Silber auch dafür. So, 4, 8, 11. Okay. Dann Silber. Ein wenig. Du bist Tin. Müsstest du Silber sein, ja. Okay. So, das reicht dann da gerade erstmal. So, das Silber schon mal einschmelzen. Zack. Zack. So, zwei Eisen. Ja gut, praktischerweise habe ich die jetzt gerade auch im Inventar. Zack, 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 komm mal her. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, 3 Redstone. Die müssten ja hier drin sein. So, komm her, Silber. Hol mal direkt beide raus. Und schon sind wir so gut wie durch mit dem Teil. Jetzt braucht man noch das hier. Die beiden Gears. Das und das. Sehr schön. Gut. Das hat doch wunderbar geklappt. Oh, nee. Du sollst dich nicht damit verbinden. Ja, du bist ein Blödmann hier. Ich habe immer noch kein, also schon. Genau, machen wir jetzt halt so.
Ist mir jetzt gerade auch egal. Sieht zwar blöd aus, aber naja. Insert. Ach ja, und ohne kann ich das jetzt nicht miteinander verbinden. Zack. Extract. Ohne Signal. Insert. Sehr schön, alles klar. Das dürfte doch jetzt genügend Energie endlich mal sein, um das hier alles zu befeuern, weil 80 ist ja genau das, was die beiden brauchen zusammen. 40 da, 40 da. Gut, dann sollte das zumindest jetzt reibungsloser laufen. Das heißt, wir haben jetzt 120 derzeit. So, dann wollen wir doch gerade noch mal gucken, wo wir gerade das Ingwer haben. Fortune Upgrades. Das waren Diamant und Electrum Nuggets. Das heißt, wir könnten einmal das herstellen. Was ich auch... Oh, zweimal. Cool. Das heißt, wir brauchen ein Gold. Und das Silber... gibt uns Electrum. In der Zwischenzeit können wir schlafen. So, das hier brauche ich jetzt im Moment nicht mehr. Du hast genug Energie. Da hinten, die brauchen jetzt derzeit als einziges Energie. Electrum, sehr schön. So, das heißt, wir brauchen unsere Diamanten. Zwei Stück zumindest schon mal. So, zack. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Einmal, zweimal und vier Fortune Upgrades. Jawohl. Ist zwar nicht die Welt, aber immerhin ein Anfang, würde ich mal behaupten. So, du bräuchtest jetzt 80 RF. Genau, das müsste aber immer noch ganz genau hinkommen. Und wir haben ein bisschen mehr Glück eventuell. Eventuell. Mal gucken. So, die packen wir mal da mit rein. Auch wenn sich vier noch nicht bemerkbar machen werden, wirklich. Aber es ist ein Anfang. So, okay. In der Zwischenzeit machen wir mal gerade hier nochmal ein bisschen Platz. Ich glaube, mit den Bäumen, da muss ich mir auch noch was anderes überlegen. Hier so direkt mittig in der Base ist auch blöd. So. Das heißt, da muss ich auch noch einen höher. Weil alleine das hier sieht schon blöd aus, wenn ich ehrlich bin. Aber wir kommen halt immer noch nicht drum herum, manuell zu sieben. Solange das Ganze da hinten nicht etwas besser läuft. 25. Das wird nicht hinhauen. So. Also, manuell. Sei das Glück mit uns. Wahrscheinlich eher nicht. So, was könnten wir denn als im nächsten Paar... Was könnten wir denn jetzt noch so Schönes in Angriff nehmen? Jetzt, was auch nicht so teuer ist. Naja, auf jeden Fall brauchen wir Ressourcen, vor allen Dingen Eisen jetzt im Early Game.
Aber wenn wir das hier jetzt durchhaben, das sind jetzt noch so 2, 3 Minuten, dann werden wir den Part auch für heute beenden. Ich glaube, ich werde mir was überlegen wegen den Bäumen, dass mir die vielleicht ein bisschen versetzen. Sodass wir hier ein bisschen mehr Freiraum haben. Oder? Ah, ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen, was wir im nächsten Part machen. Auf jeden Fall eben noch durchsieben, dann die Monster töten gehen und dann würde ich sagen, sind wir so weit für den heutigen Part durch. Was wir eventuell gucken könnten, wie teuer die aktuellen Upgrades sind für den Dynamo. Ob wir da eventuell schon was überlegen könnten uns. Das wäre vielleicht wirklich noch eine Überlegung. Wobei das sich eigentlich erst lohnen würde, so richtig, wenn wir wirklich mehr Upgrades und so kriegen. Weil spätestens dann müssen wir das auch machen im Endeffekt, sagen wir es mal so. Weil jetzt dürftet ja einigermaßen so laufen gerade. So, na komm schon. Oder wir könnten, wenn wir genug Eisen zusammenkriegen, wirklich die Mobfarm ein wenig verändern, sagen wir es mal so. Naja, allzu viel ist ja nicht dabei jetzt rumgekommen. Okay, aber wir haben wieder 17 Eisen. So, dann töten wir jetzt mal eben die Monster. Nochmal. Sterbt. Aber das ist halt alles Kostensache von Eisen derzeit noch hier, dieses ganze Zeug jetzt hier am Anfang. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das so schnell hinkriegen dann. Ne, das ist die falsche Kiste. Da. So, der eine Lootbag. Warst du? Okay. Naja, okay, ihr Lieben. Aber in dem Sinne, ich hoffe, der heutige Part hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nur den Dynamo im Endeffekt geschafft haben, aufzubauen. Und ja, in dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.